willkommen. So, wir haben bereits gefrühstückt im Hotel. Es war nicht so toll, weil es ist immer dieses typische Hotelfrühstück. Wo geht's jetzt hin? Ja, also wenn man als Pärchen unterwegs ist in einer fremden Stadt, was macht man natürlich? Sich die Sehenswürdigkeiten ansehen und vielleicht ein bisschen shoppen oder so. Aber wir wollen uns heute auf jeden Fall dieses Dings ansehen und da fahren wir jetzt hin. Ja, heute ist es relativ warm. Ich freue mich, dass wir so ein gutes Wetter erwischt haben und ja, ich bin gespannt, was es da so zu besichtigen gibt, beziehungsweise was es ist, was wir da hinfahren, keine Ahnung. So, ich bin jetzt gerade echt angepisst, ja? Das können wir schön ablässern, ohne dass er was versteht. Jetzt sind wir hier erstmal angekommen, ne, noch nicht ganz. Und dann ist das hier jetzt hier gerade in Restaurationsarbeiten, so dass wir eigentlich jetzt da gar nichts gucken können. Und dann müssen wir auch noch 2 Kilometer dahin latschen für eigentlich nichts, weil alles restauriert wird momentan. Und ich habe zusammen gesagt, ja, was soll das jetzt, wenn wir sowieso da nicht sehen können, brauchen wir dann auch nicht hingehen. Wir haben sowieso ein bisschen Zeitprobleme, da das ja nachher dunkel wird. Zorluyorlar da şu an. Seyahatimizi devam ettiriyoruz. Evet, yollarda biraz karlanma, biraz da buzlanma var. Du nervst. Neymiş efendim? Restore oluyormuş. Ebru diyor ki geri dönelim. Onu görmek için mi gideceğiz? Ya, was soll ich ben buraya da? Kadar gelmişim, kusura bakmasın kimse. Ben buraya kadar gelmişim, oraya da çıkarım yürürüm de. Yürü bakalım 2 kilometre. Yürürüm. 2 kilometre de geri. Valla beni yürümekle korkutamazsın, sen kendin yürüyemedin. Evet, için. Benim ayağım biraz sakat yani, ben o kadar yürüyemem, kusura bakma. Ben sen bir şey diyecektim de. Senin başka nereyin sakat değil. Jetzt ist hier auch noch der Weg gesperrt, das heißt wir müssen auch noch nach oben latschen, ey, ciao. Vergiss es, ich lasche da ganz bestimmt nicht hin. Ich bin kein fauler Mensch, ne? Aber auch noch, ne. Nein, danke. Evet, hak veriyorsun bana şu an, değil mi? Ne için hak veriyorum? Oraya çıkmamak şeyin ne? Ebru, beni inat ettin mi? Vallahi çıkarım oraya. İyi, ben bekliyorum arabada. Ich hatte, ich bin jetzt auch richtig, richtig sauer. Ja. Was hatte ich vorher gesagt? Wann lernt man einen Menschen kennen, wenn man mit dem verreist? Ich hatte Todesangst, Leute. Der Weg dorthin war so schlimm. Ihr seht das jetzt auch in der Kamera. Da war noch nicht mal eine Absperrung. Und ich dachte, wir knallen dann mit dem Auto gleich runter. Die Straßen waren glatt und es war rutschig und voller Matsch. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte nicht mehr da hoch jetzt, weil ich einfach Angst hatte. Todesangst. Ich hatte richtig Angst, Leute. Ich hatte schweißige Hände. Herzrasen. Und dann werde ich daraufhin angefahren, ja? Dass man ja mit mir nirgendwo hinfahren kann und dass es jetzt auch unser letzter Urlaub zusammen ist. Und dass es ja echt ein Scheiße ist, dass ich das jetzt hier so abziehe. Ich fahre doch selber hoch. Ich könnte ja hier warten. Ich habe mir noch eine Alternative geboten. Nee. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Keine Ahnung, wohin. Auf jeden Fall ist die Stimmung jetzt gerade richtig
So, kleine Planänderung, da die Sachen ja in Restauration waren, konnten wir da jetzt leider nicht hin. Und gestern waren wir ja noch in Ordo. Das Video hattet ihr ja wahrscheinlich gesehen. Was ich euch allerdings nicht gezeigt habe, war das, was wir dort gekauft haben. Und zwar, Ordo ist bekannt für seine Haselnüsse. Wir haben hier einmal eine Nuss-Nougat-Creme gekauft, die ist so im Supermarkt nicht kaufen gibt, sondern nur vor Ort. Und davon haben wir gleich 4 Stück gekauft, weil wir natürlich noch Geschenke an die Verwandten mitbringen sollen. Und Haselnüsse mit Helva. Und ich hatte eben gerade Lust, ein bisschen zu naschen, aber leider ist das in so einer, ja, Schiete. Dafür braucht man ein Messer oder Löffel oder irgendwas. Das konnten wir jetzt nicht naschen. Und gestern haben wir auch übrigens unser Foto bekommen. Geile Fotomontage zeige ich euch jetzt auch. Ein kleines Andenken. Ich weiß, es ist total unsinnig, aber ich fand es witzig und ja, das ist unser Bild. So, jetzt sind wir in Uzungöl angekommen. Schauen wir mal. Jetzt hier der See. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Jetzt sind wir hier angekommen. Also kleine Planänderung auch aufgrund meiner Angst. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir den Abgrund runter unterstürzen mit dem Auto. Das hat mir natürlich überhaupt gar nicht gepasst. Können wir auch gleich mal sagen. Haben uns natürlich auch ein bisschen gezankt. Ja, das war jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Aber dennoch haben wir uns ein bisschen zusammengerauft und sind jetzt hier an diesem See angekommen. Voll schön. Ich weiß gerade gar nicht, ob es hier im Sommer schöner ist oder im Winter schöner ist. Ich finde es gerade mit den Bergen richtig, richtig geil. Aber es ist Arsch. Was kann man denn hier machen? Hier oben ist eine kleine Aussichtsplattform. Dort könnte man raufgehen. Ja, ansonsten ist es hier so richtig tourihaft schon eingerichtet. Natürlich mit vielen Restaurants und ja, Hotels. Und also ich könnte mir das vorstellen, so 1-2 Tage hier zu bleiben, wäre natürlich schön. Aber wir fahren wahrscheinlich heute Abend weiter in eine andere Stadt. Ja, also wenn ihr frisch verliebt seid, dann kommt auf jeden Fall hierher. Schon Rehberlik yapıyoruz. Senin yaptığın gıcıklıkları mı anlatayım? Onu mu şey yapayım? Evet. takip sayım bir anda yani muhtemelen senin gibi bir insan olmayacağı için 1'e düşer. Neyse bunları kesersin zaten koymazsın. Yok, kesmeyeceğim. Ekstra koyacağım. Yok, koyma. Yok, koyacağım. Sırf saçma iş yapma ya. Hepsi kayıtta ne güzel işte senin saçma sapan konuşmaların. Tabii. Dünyanın zaten en mantıklı insanı Sami, burada duruyor. Lütfen. Artık tartışmayalım, tamam mı? Sen ilk önce kendinle barışmayı öğren. Sen kendinle barışmayı öğren. Tabii canım. Niye benim söylediğim şeyleri aynısını bana söylüyorsun ki acaba? Söyleyecek başka bir şey yok mu senin? Yok. Türkçem yeterli değil, kusura bakma. Ama istersen Almanca söyleyebilirim. Benim de Almanca tanıdığım arkadaşlarım var. Yukarı çıkalım mı arabayla? Ben seninle hiçbir yere çıkmam. Burası iyi. Buradan da şimdi iş bitince Rize'ye gideriz. Şurası. Oraya çıkılıyor muymuş? Araba yolu yok mu? Burası. Uçurum değilse çıkalım yani. Biraz saygı göster Sami ya. Korktum ya. İnsan böyle mi davranır? Allah'ım yarabbim der ya. Tamam karıcığım der. Korkma dönelim. Ya arkadaş problem ben değil. Oraya kadar gelmişim. Oraya ben, kadar çıkmışım. Çıksaydım ben sana geri zekalıyım. Ben sanki oranın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyorum. Ben sana geri zekalı mısın? Sanki canım? O arabada, arabanın sağ koltuğuna seni bir oturtturdum. Kendim dışarı çıktım. Arabayı gönderiyorum sanki. Hani ben o arabanın içinde değilim. Korktum. Biraz saygı ya. Bu saygı senin yaptığın işine saygısızlıktır. Tabii. Biz oraya kadar gelmişiz, çıkmışız. Ne yapayım? Bir aşağı inip de kafanı kaldırıp yukarı bakmadın. Baktım ben, gördüm. Çıktın camdan. Mı? Çıkmam mı lazım çıktın görmek mi? İçin? Hepsini bunu koyacağım videoya. Bakalım kim haklıymış. Unmöglich, oder? Tja, so ist das Leben, ne Leute?
That's the real life. Es läuft nicht immer alles rosa-rot und super, super toll, sondern man streitet sich auch mal. Real life. Ich würde mich auch schon würde durch die Jackson oder nach schauen. Sen onu yaparken bile kendin düşersin, merak etme. Ich glaube, so çekirdek jetzt wäre ganz gut. Ja, aber hier sieht man auch schon wieder Müll, Müll, Müll. Es ist jetzt, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, was gegessen im Lale Locanta. Oh, wir sind jetzt vollgefressen. Und wir haben es jetzt 7 Uhr. Und heute ist jetzt erstmal Schluss, weil wir einfach kaputt sind. Ich werde mich jetzt noch hinsetzen und einige Videos schneiden. Beziehungsweise das eine Video schneiden. Oh, was kann man denn hier in Riese machen? Ja, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen schlauer machen, weil Riese ist ja eigentlich klein. Aber Riese ist bekannt für... Seht ihr dann morgen.